Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind jetzt hier immer noch in Rat hier. Du hast ja eine Krankheit eingefangen. Suche einen Heiler. Oh nein. Nein. Okay, jetzt bin ich hier. Wieder jemand, der Hilfe braucht. Wir kommen gerade irgendwie aus dem Keller aus der anderen Seite. Sind hier in irgendeinem Pub und sollen mit Warren Seawine reden. Ihr seid nicht von der Scholia Arcana, oder? Wenn sie meine Gesellschaft nicht wollen, kann ich auf die ihre auch verzichten. Wenn ihr nicht zu denen gehört, könnt ihr gerne bleiben. Ich ziehe ein Bier und ein bisschen Spaß jedem verfluchten Zauber oder Mysterium vor. Das ist für euch. Was ist das? Ah, es war nur eine Frage der Zeit, bis die Armee mich aufspürt. Mein altes Pech. Darauf brauche ich noch eine Runde. Ich muss meine Sachen packen. Ah, Alison. Wie sage ich es meiner Schwester? Wo wird sie leben? Wie wird sie leben? Mit meinem Sold kann ich für Alison sorgen, aber ich verlasse sie. Ich werde Geld schicken. Hoffentlich endet sie nicht in den Windungen. Rat hier. Eines habe ich gelernt. Die Frauen hier sind wie die Nadel. Atemberaubend schön und unnahbar. Vor allem für einen Versager wie mich. Oh. Sollen sie in ihren vornehmen Türmen schlafen? Auf mich wartet das wahre Leben. Ich denke nicht daran, hinter irgendwelchen Büchern zu versauern. Okay. Rove, noch ein Bier! Sind jetzt aber viele Leute. Was hier in letzter Zeit los ist. Aber echt, was ist mit ihr hier? Valen, Valen Forstit. Stellt euch vor, gestern früh wache ich mit fürchterlichen Kopfschmerzen auf, ohne Hemd und mit einer Nachricht, dass ich in einem Duell antrete. Ich in einem Duell! Ich weiß nicht, wie ich da hineingeraten bin, aber wenn ich keinen Sekundanten finde, ist ohnehin alles hinfällig. Einen Sekundanten? Ohne Sekundanten kann man kein Duell austragen. Ihr denkt vielleicht, ein beliebter Kerl wie Valen, warum sollte er Schwierigkeiten haben, einen Sekundanten zu finden? Nun, wie es scheint, sind meine Freunde alle feige Trunkenbolde. Ihr wirkt alles andere als feige. Seid meine Sekundantin. Ich bezahle euch. Hm. Ich spiele euren Sekundanten. Lupoku sei Dank. Es gibt noch etwas, das ich erwähnen sollte. Ich kann diesen Kampf nicht gewinnen, um nichts in ganz Amalur. Deshalb habe ich einen Plan. Bevor ihr zu Daltan geht, das ist mein Gegner, sucht Gelfüne in den Windungen auf und fragt nach etwas Schattenrose. Sie wird wissen, was ihr meint. Geht dann zur Offiziershalle am Brandmal und streicht unauffällig etwas davon auf Daltans Schwertspitze, wenn ihr es inspiziert. Was soll ich gleich nochmal tun? Nachdem ihr von Gelfüne in den Windungen Schattenrose beschafft habt, müsst ihr in der Offiziershalle mit Daltan sprechen. Er wird euch sein Schwert für das Duell zeigen. Tupft etwas Schattenrose ich darauf weiß und nicht. Es ist Zeit für meinen Teil in dieser Angelegenheit. Ich weiß nicht. Etwas zu trinken? Einen Braten vielleicht? Geht. Gerade, obwohl ich könnte mal ein Nickerchen, glaube ich, gebrauchen, um meine Energie wieder aufzupimpen. Es gibt in ganz Amalur keine Schöne. Wo soll ich denn jetzt hin? Ins Zollhaus. Da waren wir auch noch nie drin. Oder waren wir hier schon mal drin? Ich weiß es gar nicht, glaube aber nicht. Guten Tag, verehrteste. Guten Tag! So, dann gehen wir mal hier hin. In den Lagerraum. Ist hier die Kiste, die ich aufschließen soll. Hier sind ziemlich viele Kisten. Welche darf es denn sein? Boah, sind hier viele Kisten. Was ist denn mit der hier in der Mitte? Ich soll deshalb alle Schlösser knacken, bis ich es gefunden habe. Also muss ich alle hier knacken? Echt? Okay. Ja, Chuck, Hans, komm. Joa, ist ja schon mal gut hier. Ich mach das natürlich nicht gerne hier gerade den Quest, ist klar, ne? Nein! Oh. Nee, hör auf jetzt. Nein! Scheiße, meine Dietriche gehen hin. Das war jetzt echt doof. Goldtalisman, nee, ich lass das mal. Da ist noch eine Kiste. Sehr schwer. Oh, Glück, Glück, Glück. Yay.
Da, guck mal hier. Dein Inventar... Oh, mein Inventar ist voll. Boah, erzählend. Was haben wir denn hier? Handschuhe der Zauberei. Ja klar, hier habe ich jetzt so ein paar Zauberkram-Extras, Giftschaden, Leben. Aber die sind vom Schutz eigentlich besser. Volltrefferschaden und Volltrefferschaden mit Magie. Schwierig. Aber ich lasse es mal. Also sie sind eigentlich nicht schlecht, aber ich lasse es mal. Irgendwas, was ich noch loswerden könnte mal. Ich müsste mal wieder ein bisschen Gems schleifen. Und ich müsste ein paar Sachen mal in eine Kiste packen irgendwie. Es wird schon wieder eng hier. War schon mal besser wieder vom Platz. Gamaschen, ja. So, was ist das jetzt hier? Wie gut sind die? Gar nicht mal so toll. Kann ich die wegpacken? So. So. Machen wir das mal so. Und da ist noch eine Kiste. Oh, ich krieg hier bestimmt voll Ärger oder so. Ah. Es nervt immer so, wenn die... Nein! Wenn die kaputt gehen. Jawohl. Beinpanzer der Feuerabschwächung. Ja, ja, mein Inventar. Ich hab's kapiert. Konsumgut. Ich glaube, ich nehme mal was. Warte mal. So. Ist das jetzt schon... Nein, es hat leider nicht gereicht. Ich muss, glaube ich, noch mehr nehmen. Irgendwas schlucken. Hier, Gift, Krams, Bannverstärkung. Ja, komm, weg damit. Okay, schade, aber gucken wir uns das mal an. Beinpanzer der Feuerabschwächung. Zu viel Macht, weg damit. Und das jetzt mitnehmen, angucken. Rüstung der Blitzabschwächung. Was tragen wir gerade? 140? 140. Ja, ist immer die Frage, was ist wichtiger? Halt Schaden oder Leben. Hier ist aber 12% Schaden und 14 Leben. Und hier ist halt eine Blitzresistenz. Das ist mir nicht so wichtig eigentlich. Und deswegen kommt das weg. So. Ja, jetzt wird es langsam eng. Machen wir mal die Kiste hier in der Mitte. Ich will jetzt endlich mal wissen, was da drin ist. Oh. Komm. Schaff es, schaff es, schaff es, schaff es, schaff es. Nein, 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 nein. Verdammt. Ja, war klar. Nein. Nein. Ganz oben vielleicht mal. Nein. Ja, das war's. Weiter komme ich hier gerade nicht. Ich brauche neue Dietriche, das ist doof. Ja, dann muss ich hier erstmal weggehen. Und Dietriche besorgen. Bei irgendeinem Händler oder so. Tja. Voll viele Schlösser zu knacken. Lasst euch die Taverne zur feuchten Gischt nicht entgehen. Ja. Dann gehe ich mal hier raus und guck mal, was wir hier so Schönes finden. An Dietrichen und überhaupt, aber ein Zuhause wäre auch nicht schlecht. Wir haben ein reichhaltiges Angebot. Dann könnte ich mal ein paar Sachen. 20? Wollt ihr mich ruhig? Lasst euch Lürgriffs Wunderwerke nicht entgehen. Hast du sowas für mich hier? Magier, die etwas taugen, kaufen bei Lürgriff. Hast du sowas? Nee, ne? Du hast nur Magiekram. Fein. Geht hin, lebt tapfer und dann kommt wieder. Ja, du hast was zu essen oder so? Nichts Besseres. Hallo, Fremde. Der Krieg. Fischhändler. Seht euch in Ruhe um und dann kauft. Seht euch in Ruhe um und dann kauft etwas. Seht euch in Ruhe um und dann kauft etwas. Warum? Wir haben ein reichhaltiges. Warum sollte Angebot? Ich auch Fisch kaufen wollen, ne? 30. Gut, 34. Ihr wollt eine Runde Hex spielen? Dann geht zu Kiss. Vielleicht hier drinne? Ich weiß ehrlich gesagt immer noch gar nicht so richtig, wo ich. Ihr findet gewiss etwas. Ja. Du vielleicht?
Ein Schwert? Ich kann euch Waffen verkaufen. Aber wenn ihr eine Rüstung braucht, müsst ihr mit meinem Mann reden. Hast du Dietriche für mich, zufällig? Oh, die hat voll viele Bögen und so. Hier muss ich mich auch mal umgucken, glaube ich. Hier, das sieht doch schon mal nach Schnickschnack aus. Nee, die hat alles so, um sich selber was zu basteln. Deswegen halt die Schmiedekunst, die man auch ab und zu mal erhöhen sollte. Wunderkinder-Chakrams. Wenn wir schon mal hier sind, vergleichen. Nee. Das ist nicht besser als das, was ich habe. Nee. Okay. Lebt wohl, Schätzchen. Frag die Harpier da drüben. Du hast vielleicht... Hat er denn was für mich? Ihr findet gewiss etwas. Wie für ein Schwert? Frag die Harpier. Ihr geht nach Chlorikon? Dann braucht... So, hast du vielleicht was für mich? Also er hat Rüstungskram. Unter was fallen denn immer nochmal Dietriche? Ich weiß es gerade gar nicht. Halt die Leute, die eigentlich auch Tränke und ja halt alles... Ihr zumindest Sylvanit. Also gut. Irgendein allgemeiner Händler halt. Das ist beste. Aber du kannst mal hier. Ist irgendwas kaputt? Reparier mal bitte. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Vor allem natürlich immer die Waffen. Mehr geht nicht. Ich habe nicht mehr Geld. Ach so, weil ich den ganzen Kram. Kann es reparieren. Danke. Weil ich ja immer hab alles ausbauen lassen gerade wahrscheinlich. Habe ich gerade nicht so viel Geld. Wie für euch gemacht. Guten Tag. Sind hier keine anderen? Dieser Helm wird euch gute Dienste leisten. Du vielleicht? War das jetzt... Nee. Schwert? Hammer? Die hatten wir schon. Lebt wohl, wie Schätzchen. Euch gemacht? Sie ist da, er ist der Schmied, aber sonst gibt es ja auch wie keinen Händler, ne? Gemacht? Nee, okay, nicht, dass ich das hier nur ein bisschen weiter rennen müsste, um jemanden zu finden. Vielleicht so ein allgemeiner Händler? Oh, wer hat denn nochmal Dietrich hier? Studenten der Magie, Meister der Zauber. Lyria sieht hallo, alles. Fremde. Aber bei Alchemie wird das doch auch nicht sein... Nee, ich mach mal Karte. Händler. Hier gehen wir mal hin. Studenten der Magie, Meister der Zauber. Muss ich dafür hier hoch? Nee. Ich muss hier einfach nur rein, ne? Ja, hier muss ich rein. Und dann müssten die eigentlich sowas haben. Ja, hier war ich auch schon mal, stimmt. Willkommen, willkommen. Hier ist der, dat... Hallo, ist hier mal jemand? Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist ein Schreibtisch. Gibt es irgendetwas, das man hier nicht findet? Stadtwache. Mit dir kann ich zwar reden. Ist hier mal ein Händler? Wer ist denn hier ein Händler? Das ist ein Gemschleif-Typ. Stadtwache. Hä? Ich dachte, hier drinnen gibt es jetzt Händler. Bist du das? Willkommen, ach, du willkommen. Bist das vielleicht? Willkommen bei Gwalchmais Güter. Wir beliefern ganz Rathier, ob arm oder reich. Hohe Herren und Spatzen gleichermaßen. Okay. Er behandelt die Spatzen gut, finde ich super. Wenn du jetzt noch ein paar Dietriche für mich hättest, wäre super. Obwohl ich nicht weiß, ob ich sie mir leisten kann. Nein, er hat zwar alles Mögliche, aber auch keine... Warum haben die alle keine Dietriche für mich? Warum? Menno... Voll ätzend. Wo finde ich die denn jetzt? Eigentlich gar keine schlechte Kette. Kommt bald wieder. Dietriche halt, ne? Dietriche. Ja, wieder ein... Die Auswahl ist so riesig. Das war wieder mal ein Versuch. Ich meine, wenn ich überhaupt erstmal weiß, wo und wie viel Geld ich dann brauche, aber... Also, das war ein Händler. Ich glaube, hier ist noch... Ja, hier sind noch mehr Händler. Dann gehen wir mal hier hin. Vielleicht haben die ja auch was für mich. Irgendwo muss man es doch... Irgendwann muss man doch mal fündig werden. Studenten der Magie, Meister der Zauber. Die Auswahl ist so riesig. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Also doch, beim Alchemiemeister wäre ich mal doch hier reingelaufen, weil hier sollen auch Händler sein. Hier, du? Ich führe Kräuter und Pulver, Tränke und Salben. Und auch zufällig noch was anderes, wie zum Beispiel Dietriche? Das sieht toll aus, aber keine Dietriche, verdammt. Guten Tag. Das ist
Alchemie. Und das war's dann auch schon mit Händlern, ne? Scheiße. Ich werde jetzt mal einen Cut machen und gucken, wer mir Dietriche verticken kann. Bis gleich. Ah, ich bin endlich fündig geworden. Hier ist eine Händlerin in Rathir an dieser Stelle, die endlich mal Dietriche verkauft. Larsa, Ilfin, muss ich mir merken. Ich habe jetzt ein paar Dietriche mal geholt. Ich glaube 20 Stück oder so. Und genau, und ich habe auch noch ein Reparaturkit gekauft. Das wollte ich jetzt mal benutzen. Für zum Beispiel dafür und dafür und dafür und dafür und für alles, was halt geht. Super. Kann nicht schaden. So, und das ist nämlich auch gleich hier in der Nähe, wo ich immer so denke, wenn man sowas sucht und braucht und es geht einem alle, muss sowas doch eigentlich auch in der Nähe sein. Und das war auch so. Willkommen in Rathir, Herrin. Aber so, es ist jetzt auch nicht so übersichtlich, finde ich, dass man immer gleich weiß, wo ist jetzt welcher Händler und so. So, dann wollen wir mal. Ja. Schön, dass mein Inventar direkt wieder voll ist. Hätte ich mal gleich offline auch machen sollen. Menno. Was mache ich denn jetzt? Ich habe doch nichts mehr, was ich loswerden kann, oder? Ah. Dann muss ich muss wieder irgendwas trinken. Geht nicht anders. Kannst du das nicht? Kannst du nicht mal irgendwas saufen? Nee. Kann ich nicht. Geht doch. So, Waffen, sekundäre, grausamer Langbogen, nicht gut, weg damit. So, aber man muss ja alles angucken. Hier ist noch eine Kiste, die wir nicht hatten. Wir sollen ja alle öffnen, ne? Alle. Das ist schon viel. Will ich nicht. Und noch eine Kiste. Ist aber leicht. Ja, schön. Was haben wir? Aha. Und auch das kannst du mitnehmen, genau. Oh. Oh, der ist ja gut. Aber leider kann ich das nicht machen, weil er macht. Aber der ist richtig geil. Aber den packe ich auf jeden Fall in die Kiste. Eines Tages schaffe ich es vielleicht mit der Macht noch. So, wo sind denn jetzt hier noch mehr Kisten? Hier. Schwer. Na? Oh, fast. Ganz ehrlich, fast. Tja. Irgendwie immer noch nicht das gefunden, ne? Was wir finden wollten. Wo ist denn jetzt hier noch eine Kiste, die ich nicht hatte? Die ist offen. Die sind offen, die ist offen. Steht doch keine mehr. Die ist... Die? Da! Sehr schwer. Zack, offen. Okay. So, was haben wir hier Schönes? Waffen. Primera. Grausamer Langbogen. Der ist natürlich nicht besser als meiner. Aber der ist auch trotzdem nicht schlecht. Also den hätte ich wahrscheinlich genommen, hätte ich jetzt nicht den, den ich jetzt habe. Egal. So. Ist ja auch gemein, ne? Ich öffne alle Kisten und dann zerstöre ich es. So, viele Leute hier so, wo sind die Sachen hin? Was haben wir hier noch? Oh, der ist auch gut. Ach nee, ich habe ja hier auch schon 60 Leben. Nee, dann ist er in Ordnung. Eigentlich könnte ich den doch auch mal tragen. Außerdem sieht der Helm sowieso doof aus. Hier die Kapuze. Die ist doch noch cooler, oder? Ich weiß nicht. Tragen wir mal einfach was anderes. So. Haben wir es dann? Oder nein, immer noch nicht. 1000 Kisten. Das absolute Kistenöffnen-Video. Haben wir es dann mal. Ach, jetzt habe ich alle.
Reicht's jetzt endlich mal, ja? Nee. Was ist denn noch hier? Warum wird mir hier immer noch was angezeigt? Hier ist doch nichts zu holen. Beim Waffenständer. Hä? Also dieses doofe Zepter. Soll ich hier das Zepter mitnehmen oder was? Aha. Ist es jetzt das, was sie wollen? Braucht ein altes rotes Hauptmuster. Das ist ein Schlüssel. Das war alles Schlüssel. Ja, aber ich habe doch gar keinen Schlüsselbund gefunden. Oder doch? Oder doch? Und ich habe es noch nicht mitgekriegt? Es wird mir immer noch angezeigt. Guck hier. Hä? Hier drinne? Da ist doch gar kein... Das kapiere ich jetzt gerade nicht. Ist das irgendwie unter uns? Muss ich irgendwie gar nicht hier rein? Verstehe ich nicht. Das hätte ich doch gesehen, wenn hier sowas gewesen wäre. Hier ist immer noch eine... Hier ist immer noch eine verschlossene Truhe. Ich glaub's nicht. Es hört nicht auf. Kannst du bitte mal... Menno. Ich will nicht meine guten Tränke verbrauchen eigentlich. So. Es ist irgendwie leicht deprimierend hier gerade. So, 57, 74, 27, Das ist nicht besser als das, was ich habe. Dann kannst du doch das Ding auch hier mal wegpacken. Brauchen wir ja nicht. So. Da war doch nichts. Und da ist aber noch eine Kiste. Das ist auch kein Schlüsselbund. Und wie viele Kisten sind denn hier noch? Hallo? Ich habe hier einen meisterhaften, schärfenden Stiel gefunden. Toll. Toll. Voll die vielen Scherben und noch eine Kiste, weil es so schön ist. Da gehen meine 20 Dietriche hin. Ey. Das kann doch nicht sein. Ich habe sie doch jetzt langsam alle geöffnet. Oder nicht? Ich verstehe das nicht. Hallo? Was habe ich denn jetzt noch nicht gehabt? Diesen offen, diesen offen, dies offen. Irgendwas nicht mitgenommen. Den blöden Wein. Das da. Nein. Nee. Nee. Ja. Verstehe ich gerade nicht. Vielleicht hier im... in den Dingern hier oder im Schrank oder so. Nee. Nee, ich weiß nicht. Das ist voll doof. Und es wird mir immer noch das da angezeigt. Vielleicht ist das ja unter mir und ich check's nur nicht. Oh nee, ne? Ich bin jetzt doof irgendwie. Warum habe ich das denn jetzt noch nicht? Und wenn ich hier hingehe, wird es mir da angezeigt. Gibt es vielleicht einen Keller? Ich sollte doch aber hier hin in den Lagerraum, oder nicht? Wir sind hier die. Kapiere ich nicht. Oh, dann mache ich jetzt ganz schnell nochmal einen Cut und guck mal, wo es ist. Bis gleich. Ja, ich weiß, ich bin krank. Ach, ich habe die Kiste gefunden, ich Dussel. Hier war eine Kiste und da konnte man noch ein bisschen runterscrollen und deswegen habe ich das nicht gesehen. Ich habe die Münzen jetzt eingesammelt und hier ist das alte rote blöde Buch, ey, blöd. Ja, okay, ich dachte schon wieder, ich bin falsch hier, aber es ist richtig. Hoffentlich hat es keiner gemerkt, hoffentlich kriege ich keinen Ärger, Leute. Geht weiter. Ja, ja, ich weiß, ihr seid jetzt alle voll stinkig auf mich, ich habe gar nichts verbrochen. Nein. Ich habe nur im kompletten Zollhaus, Lagerhaus alles leergeräumt und zerstört.
Naja, gehen wir mal wieder zu ihm zurück hier, damit er sein Buch kriegt. Lasst euch Lürgriffs Wunderwerke nicht schön entgehen. Schön doof im Kreis. So, schnell nach oben. Das Hauptbuch. Bei Lunalas Lächeln, ihr habt mir wirklich geholfen. Meister Qualchmai wird froh wie ein fetter Jotun sein, wenn ich es ihm bringe. Alles in allem ist er ein ganz brauchbarer Meister. Auch wenn ich mir meinen Lohn verdammt hart verdienen muss. Rumstehen gibt's bei ihm nicht, nicht in seinem Laden. Okay. Gut, weil wir nicht so viel Zeit haben und weil er sein Buch wiedergekriegt hat und soll er seines Weges ziehen, wer auch immer das jetzt eigentlich war. Irgend so ein verplanter Typ halt, der zu viel gesoffen hat. Und den nächsten Quest, den wir dann hier machen, ist wahrscheinlich Duell-Sekundant. Denn dafür haben wir uns ja freiwillig gemeldet und dann machen wir das doch mal im nächsten Part. Bis dann!